Hallo ihr Lieben, heute habe ich ein super schnelles und leckeres Partyrezept für euch mit Pizzateig und Ofenkäse und zeige euch die Zutaten dazu. Es ist auf die Schnelle vorbereitet und ihr braucht auch nur ein Pizzateig. Ihr könnt natürlich auch den Teig selber vorbereiten, aber der Vorteil an dem Teig ist, dass ihr noch eine Tomatensoße dabei habt. Ansonsten könnt ihr passierte Tomaten nehmen, mit Salz und Thymian vermischen. Ich habe jetzt eine Packung Pizzateig gekauft, aufgemacht und werde diesen dann in kleine Quadrate schneiden. Wie groß ihr die Quadrate halten möchtet, ist euch überlassen. Ich habe die klein gemacht, ihr könnt natürlich auch ein bisschen größer schneiden. Dann habe ich die Tomatensoße einfach darüber bestrichen. Und dann habe ich jedes Stück mit Mozzarella, Basilikum und Cherry-Tomaten gefüllt. Ich habe Mini-Mozzarella gekauft. Ihr könnt natürlich auch normale Mozzarella nehmen und in kleine Stücke schneiden. Also bei mir waren die Quadrate ein bisschen zu klein, muss ich sagen. Ich hatte Schwierigkeiten, diese zu füllen. Es ist besser, wenn ihr die ein bisschen größer halten würdet, aber trotzdem konnte ich die noch füllen. Natürlich könnt ihr die Füllung auch beliebig ändern. Ihr könnt Schafskäse hineinfüllen oder Knoblauchwurst, Würstchen. Das ist alles euch überlassen. Ich habe einen Ofenkäse gekauft, diesen dann in eine Auflaufform hineingegeben und meine gefüllten Pizzateigtaschen dann drumherum. Auf dem Blech lasse ich das nochmal so ungefähr 20 Minuten gehen. Dann wird das im vorgeheizten Ofen bei 200 Grad erstmal 30 Minuten gebacken. Nach 30 Minuten nehme ich das raus, schneide meinen Käse einmal ein und werde das dann weiter backen. Ihr könnt das mit Eigelb bestreichen, aber ich habe das ganz anders gemacht. Ich habe Butter zum Schmelzen gebracht. Eine Zehe Knoblauch hineingerieben, Salz, Pfeffer, ein bisschen Chili-Pulver und damit habe ich dann mein Gebäck bestrichen und dadurch war das richtig super lecker und passend zu Silvester, muss ich sagen. Jetzt backe ich das erstmal 20 Minuten, nehme das nochmal raus, schneide meinen Käse einmal über Kreuz ein und backe das weiter. Und so sieht das aus nach dem Backen. Oberlecker kann ich nur sagen. Ihr könnt die Teigstücke einzeln abnehmen und in den Käse eintauchen und dann essen. Also das ist echt ein Genuss, kann ich nur sagen. So, ihr Lieben, das war es dann heute auch von mir. Ich hoffe, dass euch auch dieses Rezept gefällt. Probiert das unbedingt aus. Wir sehen uns dann in einem neuen Video wieder und sage Tschüss.